Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tag aus Tag ein. Warum habt ihr euer Haus verkauft? Ihr habt doch so viel Platz, ihr habt doch so eine schöne große Wohnung, ihr habt doch so einen Riesengarten, ihr wohnt doch direkt am Wald. Wieso wollt ihr von der Stadt aufs Land ziehen? All die Fragen kriege ich immer gestellt, wenn ich erzähle, dass wir unser Haus verkauft haben und in eine Wohnung ziehen. Warum wir uns dafür entschieden haben, das möchte ich heute mal ein bisschen erklären und viel Spaß mit dem Video. Also für meinen Mann und für mich war schon lange klar, dass wir uns irgendwann mal räumlich verändern wollen. Am Anfang war das so, dass wir darüber nachgedacht haben, dass wir vielleicht mal an die Ostsee ziehen oder in die Berge. Das ist immer da, wenn wir dort zum Urlaub machen waren und es uns so gut gefallen hat, haben wir gesagt, ach, das ist cool, wenn man hier wohnen würde. Dann haben wir uns aber entschieden, weil unser Mittlerer ist ja Autist und der hier in eine tolle Schule geht, nur für Autisten und sich da total wohlfühlt. Darum haben wir gesagt, okay, ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, verschieben wir es auch später. Und dann war der erstmal eine Weile Ruhe. Dann ging das weiter, dass irgendwann mal in unserem Haus hier die Schwiegermutter, die mit drin gewohnt hat. Also wir haben ein Dreifamilienhaus, ganz oben ist vermietet, in der Mitte hat die Schwiegermama gewohnt. Und unten haben wir die Wohnung, quasi Souterrain oder Untergeschoss. Und die mittlere Wohnung wurde dann frei, als die Oma ins Pflegeheim kam. Und dann haben wir uns wieder überlegt, was macht man jetzt? Verkaufen wir das Haus, gehen irgendwo anders hin, bleiben wir hier in der Nähe oder sanieren wir das Ganze und vermieten das wieder. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden, die Wohnung zu sanieren, haben das dann auch gemacht, haben dann wieder Mieter reingenommen und das Ganze ist dann wieder ein Stückchen so ins Hintertreffen gerückt. Und dann war es so, dass ich das Gefühl hatte, mich erdrückt die Stadt. Wir wohnen zwar hier am Stadtrand, am äußersten Zipfel, haben auch wirklich wohnen in der Sackgasse, direkt am Wald und haben es schön grün. Aber immer wenn ich in die Stadt rein musste und die Kinder in die Schule gebracht habe oder so, habe ich das Gefühl gehabt, alles wird zugebaut und überall jedes noch so grüne Fleckchen wird mit einem Haus oder mit einem Bürogebäude zugekleistert. Da hatte ich irgendwann mal überhaupt gar keine Lust. Und ich bin ja ein Dorfkind, ich komme ja aus einem kleinen Dorf und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir so raus aufs Land gefahren sind, dass ich wieder frei atmen kann, dass ich mich einfach da wohler fühle. Und dann war das so, dann hatten wir Freunde hier in einem kleinen Ort hier in der Nähe und die waren wir ganz oft besuchen und da haben wir uns echt total wohl gefühlt und dann haben wir gedacht, komm, jetzt gehen wir den Schritt und gucken, dass wir hier eine Immobilie kriegen, dass wir da ein Häuschen kaufen und dass wir unser Haus quasi in der Stadt verkaufen. Ja, dann haben wir uns auch auf die Suche gemacht und was gar nicht so leicht war, weil in dem kleinen Ort wollte niemand sein Haus verkaufen und hat sich auch niemand scheiden gelassen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann auch nach langem Suchen was gefunden und zwar ein Haus, ein Abrisshaus, das einer Eigentümergemeinschaft oder einer Erbengemeinschaft gehörte und die hatten das an den Makler übergeben und die hatten da zwei Doppelhaushälften drauf geplant. Und da wollten wir uns eine Doppelhaushälfte kaufen. Wirklich nur mit einem klitzekleinen Garten, weil wir echt keinen großen Garten mehr wollten. Wir haben jetzt einen 700 Quadratmeter Garten. Es klingt vielleicht nicht viel, aber da weder ich noch mein Mann, oder andersrum, weder mein Mann noch ich, einen grünen Daumen haben und gerne Gartenarbeit machen, haben wir uns gedacht, nee, wir wollen einfach keinen großen Garten mehr. Mein Mann hat immer gesagt, er würde am liebsten eine Wohnung nehmen mit einer Terrasse, am liebsten ein Penthouse. Und habe ich immer gesagt, nee, Penthouse gibt es nur in der Stadt, will ich nicht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und in eine Wohnung wollte ich auch nicht. Ich wollte einfach mal ein Haus. Einfach ein Haus, wo wir allein drin wohnen und das ich neu planen kann, mitgestalten und nach meinen Vorstellungen und Wünschen also einrichten kann. Und ja, das hatten wir dann auch gefunden. Wir haben dann mit der Firma das Haus geplant und es stand alles kurz vorm Abschluss, also vorm Verkauf. Und dann haben die Eigentümer einen Rückzieher gemacht, haben das Grundstück anderweitig veräußert und dann waren wir raus. Ja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt dann schon hier den Verkauf unseres Hauses angeleiert. Der Makler war beauftragt, Exposé war erstellt, die Anzeige war geschaltet und da kamen schon die ersten Interessenten. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Canceln wir das Ganze oder suchen wir jetzt weiter und gucken, dass wir irgendwas finden. Und dann rief mich mein Mann eines Tages an und sagte, guck mal Schatz, ich habe hier was gefunden. Ich dachte, da wirst du bestimmt gleich stöhnen.
Und zwar ist das eine Penthouse-Wohnung. Genau, dann habe ich gesagt so, oh nee, ich will nicht in die Stadt und ich will in keine Wohnung. Und hat er gesagt, das ist nicht in der Stadt, das ist auf dem Land. Lass es uns doch einfach mal angucken. Naja, dann haben wir mit dem Makler einen Termin gemacht, sind da rausgefahren. Und das war genau in dem Nachbarort von dem Ort, wo wir eigentlich bauen wollten ursprünglich. Und da war ich schon so ein bisschen überrascht, weil das war so ein kleines Neubaugebiet, alles neue Einfamilienhäuser und ein paar Mehrfamilienhäuser, aber kleine, mit 5 Parteien oder so. Das Haus war im Rohbau, das heißt, die Mauern standen schon und ja, es war alles auf einer Etage, schöne große Dachterrasse, ein Aufzug, also Barriere geeignet. Und da dachte ich so, ist ja gar nicht so schlecht, weil auch von der Infrastruktur, da waren alle Einkaufsmöglichkeiten, du hast ringsrum regionale Bauernhöfe, wo du einkaufen kannst, ein reges Vereinsleben, Schulen, Kindergarten, S-Bahn-Anschluss, Autobahn in der Nähe. Also richtig toll, auch für später, wenn man mal älter ist, weil das war auch so ein Gedanke, wo wir uns dann mal überlegt hatten, was ist jetzt, wenn wir wieder ein Haus haben, wieder mehrere Etagen, weil meistens ist es ja so Untergeschoss, Mittelgeschoss, Dachgeschoss. Was ist, wenn du älter bist? Ne? Dann hast du wieder einen Garten, den du pflegen musst. Du hast Treppen, die du laufen musst. Was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Was machst du dann mit, was weiß ich, 160 oder 200 Quadratmetern? So viel brauchst du ja dann gar nicht mehr. Und ja, das war auch so die Überlegung dann, nachdem wir uns die Wohnung angeguckt hatten, haben wir mal so eine Liste gemacht, Pro und Contra, Haus, Wohnung. Und ja, dann haben wir uns entschieden, die Immobilie zu kaufen. Und unser Haus haben wir dann auch verkauft. Das ist ja auch so, wenn man ein Haus hat, wo man Wohnungen vermietet hat, man hat immer Verantwortung den Mietern gegenüber. Das heißt, du musst immer gucken, dass genügend Öl im Tank ist, dass alles gewartet wird, dass Reparaturen gleich durchgeführt werden. Und dann musst du dir von der Miete auch immer was zurücklegen, wenn mal größere Reparaturen anfallen oder so. Und ja, wenn du jetzt nicht gerade einen ganzen Häuserblock vermietet hast und keine Finanzierung drauf hast, dann wirst du nicht reich vom Vermieten. Und ja, für die Altersvorsorge, das ist auch so eine Sache, ja, das ist immer auch so ein bisschen zwiegespalten. Wenn du jetzt nicht gerade ein neues Haus hast und keine Reparaturen oder keine Wartungen oder Sanierungsarbeiten durchführen musst, ist das alles gut und schön. Aber wenn du ein älteres Haus hast, musst du halt immer Geld reinstecken, um das zu erhalten. Und ja, und wenn du das nicht machst, dann kommt das Finanzamt und sagt so, du hast Mieteinnahmen, dann gib uns gleich mal was ab davon. Nee, auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, diese Wohnung zu kaufen. Und das Schöne ist ja, dass die noch im Rohbau ist und wir noch so einige Mitsprachemöglichkeiten haben. Das heißt, ich kann mich da voll austoben. Mein Mann hat mir da freie Hand gegeben. Ich habe da so ein bisschen umgeplant auch. Wir haben zum Beispiel die Toilette, das wäre so ein langer Gang gewesen. Und den haben wir gecancelt. Also wir haben da eine Wand reingezogen. Das heißt, die Toilette ist jetzt quasi ohne Fenster. Und wir haben dafür eine riesige, große Dusche ohne Glastüren, richtig schön begehbar, so wie ich es immer haben wollte. Wir haben 2 Kinderzimmer, wir haben einen Abstellraum, wir haben einen kleinen begehbaren Kleiderschrank, so eine Kleiderkammer. Wir haben einen schönen, großen Wohn-Ess-Bereich und wir haben dann noch den Hobbyraum dazu gekauft, dass ich da mein Büro einrichten kann und vielleicht auch mal Gäste da übernachten können. Wir haben Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen, wir haben einen Wäschekeller und wir haben eine Garage mit Stellplatz davor und das ist für uns einfach optimal. Und wir haben uns aus dem Grund auch für eine Wohnung entschieden, weil es ist ja so, wenn du jetzt ein Grundstück hast und einen Garten hast und dann musst du immer was machen. Also du hast immer Arbeit. Und wenn wir jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dann hast du immer den Druck, wir müssen wieder nach Hause, weil der Rasen muss ja gemäht werden, Unkraut muss ja gezupft werden. Und wir haben einfach gemerkt, wir wollen am Wochenende mehr unterwegs sein, wir wollen flexibel sein. Und das ist quasi mit einer Wohnung besser für uns als mit einem Haus. Und jetzt sind wir halt dabei, das Haus da zu planen. Die Handwerker sind da fleißig am Werkeln. Und eigentlich der Einzugstermin wäre April nächsten Jahres, aber so wie es jetzt aussieht und so wie die Handwerker auch so verlauten lassen, werden wir Ende des Jahres wahrscheinlich fertig sein und können dann einziehen. Und vielleicht klappt es schon, dass wir Weihnachten drin feiern. Das wäre natürlich Bombe. Bisschen blöd ist es jetzt mit der Einschulung, weil der Ludwig muss jetzt noch hier eingeschult werden.
Es geht einfach nicht von der Logistik her, dass ich ihn da jeden Morgen da in die Schule bringe, sondern da muss er dann halt zum Umzug wechseln. Laurenz kann, wenn alles klappt, weiter in seine Schule gehen. Und ja, für uns ist das echt super und wir sind total glücklich damit. Ich bin immer wieder in die Wohnung gefahren, um so zu spüren und ja, zu gucken, was mein Bauchgefühl sagt. Aber das Bauchgefühl sagt, juhu, es ist super toll. Wir haben es grün ringsrum. Für mich ist es immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, da ich ja vom Dorf komme. Und immer wenn ich aus der Stadt rausfahre und dann diese Weite sehe und das Ländliche sehe. Wir haben Felder, wir haben Wälder, wir haben alles, alle Möglichkeiten. Freibad ist in der Nähe und also es ist einfach super, super schön. Und wir sind total glücklich damit und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns da begleitet, weil ich werde immer wieder mal abfilmen, wie so der Baufortschritt ist, wie wir es einrichten, was wir für Fliesen aussuchen und was wir für Wandfarbe nehmen und wie wir die Wohnung dann einrichten, weil wir haben das große Glück, dass die Leute, die unser Haus gekauft haben, hier fast unsere ganze Wohnungseinrichtung mit übernommen haben und wir uns total neu einrichten können. Das heißt, wir nehmen außer unserem Bett eigentlich nichts mit und können da wirklich ja, ganz viel neu kaufen und lassen uns vom Schreiner dann auch ein paar Sachen einbauen und da freue ich mich total drauf. Ja, so sieht's aus. Das ist der eigentliche Grund, warum wir von einem Haus in eine Wohnung wechseln, warum wir von der Stadt aufs Land ziehen. All das waren so Gründe und ja, wir sind total glücklich damit. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst und vielleicht sogar den Kanal abonniert. Wenn ihr sehen wollt, wie die Wohnung jetzt im derzeitigen Zustand ist, dann verlinke ich euch mal das Video, was ich letztens gedreht habe, dieses Zeitmal-Video. Da habe ich schon mal so einen kleinen Rundgang durch die Wohnung gemacht. Wie gesagt, ist alles noch im Rohbau. Und ja, ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und habt's fein. Bis dann. Tschüss.